Hallo meine lieben Freunde, in dem heutigen Video geht es um einen brandaktuellen Vermisstenfall aus dem Elsass. Und zwar geht es um den Vermisstenfall der 15-jährigen Lina. Lina ist ein Einzelkind, ihre Mutter arbeitet als Pflegefachfrau und zu ihrem Vater hat sie keinen großen Kontakt mehr. Sie ist seit Samstag, dem 23. September diesen Jahres, also 2023, verschwunden. Um 11 Uhr vormittags ging sie von Weilers Champenay, das ist Gemeinschaft von Plain, wo sie mit ihrer Mutter lebte, zu der Bahnstation Saint-Blasi La Rochelle gehen. Das ist etwa 3 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Sie hatte geplant, nach Straßburg zu fahren, um dort ihren Freund zu treffen, kam dort aber nicht an. 2 Zeugen sahen sie noch auf dem Weg zum Bahnhof. Die Ermittler wissen aber, dass sie nicht in den Zug eingestiegen ist. Etwa zur gleichen Zeit habe das Telefon der Vermissten aufgehört, Signale auszusenden. Eine unterwegs an ihren Freund gesendete Nachricht ist das letzte Lebenszeichen der 15-Jährigen. Der Freund der 15-Jährigen schilderte unterdessen in einem Gespräch mit dem Sender TF1 den letzten Kontakt zu seiner Freundin vor ihrem Verschwinden an diesem Samstag. Die Jugendliche habe ihm ein Video geschickt, in dem sie mir ihr Outfit gezeigt hat. Zu diesem Zeitpunkt habe sie sich bereits auf dem Weg zum Bahnhof befunden. Ihr Freund, der sie in Straßburg erwartete, schlug Alarm, als sie dort nicht ankam. Die Zeitleiste sieht wie folgt aus. Um 11 Uhr verließ sie ihr Haus und machte sich auf den Weg zum Bahnhof. Um 11.15 Uhr sah sie ein erster Zeuge auf dieser Strecke. Um 11.22 Uhr hörte nach Angaben der Staatsanwältin von Saverne ihr Handy auf, Signale zu senden. Das Handy ist bis heute nicht gefunden. Es wurden seitdem auch keine Bankaktivitäten auf ihrem Konto festgestellt. Um 11.30 Uhr sah sie ein zweiter Zeuge auf der Straße zum Bahnhof. Danach verliert sich ihre Spur. So, das sind die Informationen, die es zum Anfang des Falls gab. Als Linas Handy sich ausgeschaltet hat oder ausgeschaltet wurde, war sie etwa 1 Kilometer vom Haus ihrer Mutter entfernt, so konnten die Ermittler das orten. Kurz zuvor hatte sie eben ihrem Freund noch ein Bild geschickt oder wie es später heißt ein Video, in dem sie dann ihr Outfit präsentierte. Und danach verliert sich dann die Spur in einem Waldstück, der zum Bahnhof führte. Eine erste große Suchaktion, an der sich auch rund 400 freiwillige Helfer beteiligt haben, verlief bislang erfolglos. Taucher suchten unter anderem einen Teich ab. Ebenso wurden Container einer Müllkippe durchsucht. Zu den durchsuchten Objekten gehörten auch zahlreiche Häuser und Autos. Da dies alles ohne Erfolg blieb, hat die Staatsanwaltschaft dann eine Ermittlung wegen Entführung eingeleitet. Also konkreter heißt es wegen Entführung und gewaltsamer Inhaftierung. Mit diesem Schritt haben die Ermittler laut französischen Medien nun mehr Befugnisse und Möglichkeiten. Unter anderem können Verdächtige leichter abgehört werden und Durchsuchungen und Vernehmungen einfacher gestaltet werden. Derzeit gehen die Ermittler allen Spuren nach, um das Verschwinden von Lina zu klären. Im Visier der Ermittler geriet zuletzt ein bestimmtes Auto, in dem Zeugen Lina am Tag ihres Verschwindens gesehen haben wollen. Und dann über eine Woche nach dem Verschwinden von Lina haben die Fahnder ihre Ermittlungen auf ein Haus in einem Nachbarort konzentriert. Bereits am Freitag hatten die Ermittler dort ein Auto untersucht, das dem Modell entspricht, das bei dem Fall möglicherweise eine Rolle spielt. Nachdem Spurenermittler am Samstag bereits bis zum Abend in dem Haus in Diesbach im Einsatz waren, rückten am Sonntag Kriminalermittler einer Spezialeinheit aus dem Raum Paris an, wie die Zeitungen der Sender BFMTV von vor Ort berichteten. In diesem Haus soll ein alleinstehender Mann leben. Und der gleiche Sender, also BFMTV, schrieb dann auch noch, dass sich Lina und ihre Freundin Margot Nachrichten über das Handy geschrieben haben. Und zwar wenige Stunden vor Lindas Verschwinden. Und Margot erklärte, dass sich Linas Art zu kommunizieren irgendwie verändert habe. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als die Lina ihrer Freundin erzählte, dass sie bald das Haus verlassen würde. Normalerweise hat Lina alle Worte ausgeschrieben, aber plötzlich schrieb sie sehr schnell und in kurzen Worten.
Es war sehr beunruhigend, es war nichts wie sonst, sagte Linas Freundin Margot. Außerdem fiel ihr auf, dass Lina in ihren Nachrichten Satzzeichen verwendete, während sie normalerweise nicht unbedingt welche verwendete, sondern wohl durchschrieb. Eine andere Freundin beschrieb Lina wie folgt. Und zwar als ein lächelndes, junges Mädchen, das immer gut gelaunt sei und dem es gut geht. Und auch über die Beziehung zu ihrem Freund Tao findet die Teenagerin dann gute Worte. Sie sagte, sie standen sich sehr nahe, sie liebte ihn sehr und war auch gerne bei ihm. Er war einfach alles für sie. So hat diese die Beziehung zwischen Lina und Tao im französischen Fernsehen beschrieben. Dann tauchte das Gerücht auf, dass Lina eventuell weggelaufen sein könnte. Und Ninas Mutter wehrt sich gegen diese Gerüchte und sagt, sie war in den letzten Tagen sehr glücklich. Ihre Tochter habe sich rundum wohlgefühlt, sei gesund gewesen. Und auch ein Bekannter der Familie glaubt keine Sekunde daran, dass Lina ausgerissen sein könnte. Denn sie war ein sehr nettes Mädchen, sehr glücklich, lächelte und war immer zu guten Dingen bereit, sagte dieser der Nachrichtenagentur AFP. Weiterhin sei Lina ihrer Mutter sehr nahe gestanden und sie würde sie nie enttäuschen. Dann heißt es in einem späteren Artikel, dass die Polizei auf einen neuen möglichen Verdächtigen aufmerksam geworden ist. Und zwar an einer Waldstraße, in deren Nähe die 15-jährige Lina verschwunden sein könnte, wurde erst wenige Tage zuvor ein auffälliger Autofahrer gesichtet. Eine Zeugin behauptet, er hätte versucht, sie in sein Auto zu locken. Das ist ein 14-jähriges Mädchen gewesen und wohnte im selben Dorf wie Lina. Sie erklärte gegenüber der Polizei, sie sei 4 Tage vor dem Verschwinden Linas von einem grauen Auto verfolgt worden. Der Mann habe versucht, sie in ihr Auto zu locken. 2 Tage später ist er ihr abends auf dem Heimweg begegnet und hat sie angehupt. Anscheinend hat man das dann wohl für nicht so wichtig erachtet, also von der 14-jährigen und ich denke mal auch vom familiären Umfeld her nicht für so wichtig erachtet. Denn erst als sie erfahren haben, dass Lina verschwunden ist, hat man sich wohl an die Polizei gewandt, wenn ich den Artikel so interpretieren kann. Die Ermittler fokussieren sich derzeit auf ein Waldstück, in dem der graue Wagen mit dem verdächtigen Fahrer unterwegs gewesen sein soll. Möglicherweise steht er mit dem Verschwinden von Lina in Verbindung. Die Straße, auf der er gesichtet wurde, nahm auch Lina kurz vor ihrem Verschwinden. Bei der Suche nach Lina wurden auch Knochen entdeckt. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung stellte sich dann aber heraus, dass es sich um Tierknochen handelt. In einem neueren Artikel des Kölner Stadtanzeiger heißt es, neue Spur im Fall der vermissten Lina aus dem Elsass. Die französische Polizei untersucht mit Spürhunden das Haus eines möglichen Verdächtigen nach eventuellen Blutspuren von Lina. Bereits am Wochenende hatten die Ermittler das Auto des 40 Jahre alten Mannes beschlagnahmt, der nur wenige Kilometer von Linas Elternhaus entfernt in Saint-Blaise-la-Roche lebte. Der graublaue Renault Clio des Mannes passt auf die Beschreibung eines Zeugen, der sich erst Anfang der Woche an die Öffentlichkeit gewandt hatte. Er sagte, er habe Lina in einem graublauen Wagen mit einem Unbekannten gesehen. Das Auto sei in Richtung Straßburg gefahren, entgegen der Straße Richtung Bahnhof, zu dem die 15-jährige Lina eigentlich wollte. In einem anderen Artikel zu dem Fall heißt es auch wieder, dass das Auto eines 40-Jährigen beschlagnahmt wurde. Dieser würde allerdings nicht als Verdächtiger behandelt werden, denn nach ersten Untersuchungen hätten sich keine Verbindungen zum Verschwinden von Lina ergeben, also als man das Auto durchsucht hat. So hat das auf jeden Fall die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet. Auf jeden Fall vermuten die Ermittler, dass Lina auf dem Weg zum Bahnhof von einem Unbekannten mitgenommen wurde. Der Zeuge, der Lina in einem Auto gesehen hat, sagt, dass sie ganz normal wirkte, so wie ich sie kenne. Sie war nicht beunruhigt und wirkte nicht gestresst. Und das war dann insgesamt der 3. Zeuge, der berichtet, die 15-Jährige am 23. September auf dem Weg zum Bahnhof gesehen zu haben. Und dann gibt es noch einen Bericht von gestern, also von dem 9.10. Und dort heißt es, im Fall der vermissten Lina ist ein neues Video der 15-Jährigen aus dem Elsass aufgetaucht. Es soll kurz vor dem Verschwinden des Mädchens aufgenommen worden sein.
Und die 15-Jährige posiert dabei auf dem Weg zum Bahnhof für ihren Freund, der die Echtheit des Videos gegenüber den Ermittlern bestätigte. Aber das Handy des 15 Jahre alten Freundes von Nida war am Tag nach ihrem Verschwinden ebenfalls nicht mehr auffindbar. Der Junge hatte gegenüber seiner Familie erklärt, dass er es versehentlich in einen Gully habe fallen lassen. Wie mehrere französische Medien, darunter die Regionalzeitung La Dépêche, berichteten, wurde das Smartphone allerdings in einer Garage bei einem Verwandten sichergestellt. Und der 15-Jährige muss nun natürlich einige Fragen der Ermittler dazu beantworten. Das Letzte, was Lina wohl auf dem Video gesagt hat, welches sie auf dem Weg zum Bahnhof aufnahm und dann an ihren Freund schickte, war: Ich fühle mich gut. Es wurde um 11.20 Uhr verschickt und ab 11.22 Uhr hat das Handy keine Signale mehr von sich gegeben. War also ausgeschaltet. Also ich gehe mal davon aus, dass man bei diesem Fall leider auch wieder von einem Verbrechen ausgehen kann. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und euch, sofern es Updates gibt, mit einem Update-Video auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich erst einmal fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!